Alle tragen sie drunter. Unterwäsche, aber wussten Sie, dass man sie auch studieren kann? Tatsächlich gibt es einen Studiengang BH-Wissenschaften. Das und noch mehr spannende Fakten zur Unterwäsche und wo sie herkommt, jetzt in unserem Produktscan. Sie kann verführerisch sein, sexy und reizvoll, die Unterwäsche. Unser täglicher Begleiter. Männer hängen besonders an ihren Wohlfühlunterhosen. Erst nach 7 Jahren rangieren sie ihre Unterwäsche aus. Die deutschen Frauen jedoch kaufen im Schnitt alle 3 Monate neue Wäsche. Für sich selbst oder für den Liebsten, um ihn zu verführen. Doch welche Wäsche finden Männer eigentlich bei Frauen am besten? Was lernt man im Studiengang BH-Wissenschaften? Und was hat das Wort Krumpfen mit Unterwäsche zu tun? Das erfahren wir heute bei unserem Produktscan Unterwäsche. Wir besuchen den Marktführer für Damenunterwäsche auf der Schwäbischen Alb. Die Firma Mai stellt hier jedes Jahr aus 650 Tonnen Stoff Wäsche für Männer und Frauen her. In allen Farben, Formen und Größen. Hiermit fängt alles an, dem weißen Garn. Aus diesen 250 verschiedenen Garnsorten macht die Firma den Stoff, aus dem unsere Unterwäscheträume sind. Verantwortlich für die Produktion ist Florian Mai. In der Alltagswäsche wählen die Kunden sehr gerne Baumwollgarne oder ein Baumwollmaterial, weil es einen sehr hohen Tragekomfort hat. Bei den Dessous, die besonders attraktiv sein sollen, werden dann eher glänzende Garne verarbeitet, wie Viskose oder Polyamid oder Polyester. Täglich verarbeitet das Unternehmen 28.000 Kilometer Garn. Damit könnte man knapp 7-mal die Welt umgarnen. Aus dem Faden muss aber erst einmal Stoff werden. Und das passiert auf diesen hochmodernen Rundstrickmaschinen. Diese Rundstrickmaschine holt Garn von 84 Garnrollen. Über kleine Spulen läuft der Faden ins Innere der Maschine. Hier stricken 4.704 kleine Zungennadeln 11 Millionen Maschen in der Minute. Zum Vergleich, beim Handstricken liegt der Rekord bei 111 Maschen pro Minute. Über den Strickmaschinen kreisen die ganze Zeit kleine Ventilatoren. Aber warum eigentlich? Sie blasen den Faserflug, den Flaum von den Maschinen weg. Es sollte also keine fremde Faser, zum Beispiel eine Polyesterfaser, auf einem Baumwollstoff landen. Qualitätssicherung. Am Ende kommt ein farbloser Stoff heraus. Zum Färben bzw. Bleichen gehen die Stoffe dann in eine 30 Kilometer entfernte Färberei. Seit wann gibt es überhaupt Unterwäsche? Schon unsere Vorfahren hatten Felle und Blätter als Lendenschutz. Die Unterhose 1.0 ist geboren. Frauen im Römischen Reich trugen schon so etwas wie die Retro-Variante eines BHs. Ein einfaches Stofftuch, das die Brüste vorteilhaft unter der Tunika in Szene setzen sollte. Der Wonderbra der Antike. Zu Beginn der Renaissance wird es unbequem für die Frauen. Enge Korsetts pressten alles in Form. Dieser Trend führte beinahe zum Aussterben des Bartenwals. Denn seine Kieferknochen bildeten die Stützstäbe jedes Korsetts. Anfang des 20. Jahrhunderts bekommt die Unterwäsche den Look, wie wir ihn heute kennen. Zurück in der Produktion. Damit der Baumwollstoff beim Waschen später nicht einläuft, wird er jetzt gekrumpft, also künstlich geschrumpft. Dafür befeuchtet diese Maschine zunächst den Stoff. Der Stoff saugt die Flüssigkeit auf und zieht sich beim Trocknen bei 140 Grad Celsius zusammen. Er läuft quasi ein, aber das ist gewollt, denn ohne das Krumpfen kann eine Unterhose sonst schnell mal kneifen. Also bei dieser Qualität ist es so, wenn wir 100 Meter Stoff in die Maschine einlaufen lassen, kommen ca. 90 Meter wieder heraus. So viel Aufwand für ein Stückchen Stoff. Wenn es um neue Wäsche geht, sind die deutschen Frauen eher sparsam. Gerade mal 70 Euro investieren sie jährlich für Slip und BH. Die Französinnen legen schon mehr Wert auf das darunter. Sie sind mit 100 Euro die Shopping Queens Europas.
Peanuts im Vergleich zu den teuersten BHs der Welt. Bis zu 12,5 Millionen Dollar kosten die edelsteinverzierten Schmuckstücke, die Victoria's Secret jedes Jahr präsentiert. Nach dem Krumpfen geht's weiter im Zuschnitt. Das machen unter anderem Stanzmaschinen. Giuseppe Fagone ist der Mann fürs Stanzen. Das ist eine Platte. Und dann mit dieser Platte kann man die Strips schneiden. Die Platte ist mit Messer drin und dann kann man mit einem Druck. Und dann kommt eine Stanze und vier Strips fertig. An den Platten sind kleine Messer befestigt, die mit Druck die einzelnen Teile für den Strip aus dem Stoff stanzen. Aus 50 Lagen presst die Maschine jeweils 4 Strip-Teile. Insgesamt also 200 Einzelteile. Aus ihnen werden Damenunterhosen. Apropos Damenwäsche. Welche Unterwäsche mögen denn Männer bei Frauen am liebsten? 66% der Männer finden Frauen in Spitze äußerst erotisch. Das interessiert die Frauen aber nicht, denn über die Hälfte trägt lieber das bequeme Modell. Das finden jedoch nur 20% der Männer attraktiv. In der Produktion bereitet Franco Taunisio den Stoff für die Männerunterhosen vor. Damit die Lagen beim Schneiden nicht verrutschen, werden sie mit Folie abgedeckt und durch ein Vakuum auf dem Schneidetisch fixiert. Damit der Stoff optimal geschnitten wird, entsteht am Computer ein Schnittplan. So bleibt am Ende nur 30% Verschnitt übrig. Der wird später zu Dämmmaterial. Ein computergesteuerter Schneidekopf schneidet dann millimetergenau die einzelnen Teile aus den Stofflagen. Heraus kommen insgesamt 4200 Puzzleteile, die mit Größe und Artikelnummer versehen sind. Aus ihnen werden am Ende 600 Männerunterhosen. Aber welche Unterhosen finden Frauen an Männern sexy? Die meisten Männer tragen am liebsten Boxershorts, die mögen aber nur 22% der Frauen. 66% der Damen finden Männer in engen Pants besonders hot. Ein absolutes No-Go ist ganz eindeutig der Männerstring. Weder Mann noch Frau empfinden das knappe Höschen anziehend. In der Näherei produzieren 100 Näherinnen Damen- und Herrenwäsche. Und hier kommen jetzt die gerade zugeschnittenen Einzelteile an. Also mein Arbeitsgang ist jetzt der erste, wenn es vom Zuschnitt kommt, und das ist das Suspensorium. Das Suspensorium ist das Vorderteil der Männerunterhose. Es hält das wichtigste Stück des Mannes in Position. Diese Maschine verpasst der Unterhose einen Gummibund, damit später nichts verrutscht. Parallel erledigt sie zwei Arbeitsschritte. Den Bund einnähen und die Naht am Ende verschließen. Ein ganz schöner Aufwand für so eine Männerhose. 13 Arbeitsschritte sind notwendig, um die 7 Einzelteile zu einem Ganzen zusammenzunähen. Für einen einfachen Damenslip braucht es gerade einmal 5 Teile. Diese Spitze aus Frankreich legen und schneiden die Mitarbeiter von Hand, weil sie so empfindlich ist. Nach 11 Arbeitsgängen ist der Damenslip fertig. Jetzt wissen wir zwar, wie Unterhosen entstehen, aber wo sind eigentlich die BHs? Die einzelnen Teile dafür fertigt die Firma zwar auch auf der Schwäbischen Alb, aber zum Nähen gehen die 40 Einzelteile nach Ungarn. So kostet der BH nicht 90 Euro, sondern nur noch um die 50 Euro. Für den ersten BH vor 100 Jahren reichten gerade einmal 3 Teile, 2 Stofftücher und ein Band. Diesen ersten BH lässt sich die New Yorkerin Mary Phelps Jacobs patentieren und befreit damit die Frauen aus den Zwängen des Korsetts. Sehr stabil war er aber noch nicht. Ein guter BH heute sollte jedoch bis zu 100 Wäschen überstehen. Jede Frau besitzt durchschnittlich 9 BHs. Aber nur 6 davon trägt sie regelmäßig. Frauen wechseln übrigens ihre BH-Größe bis zu 6-mal im Leben. 80% der Frauen greifen zur falschen Größe.
Vor 15 Jahren war die gängige Körbchengröße noch 75B, heute ist es 80C. Der Grund? Wir werden immer dicker. Und Schönheits-OPs immer beliebter. Die häufigste OP bei Frauen, die Brustvergrößerung. All das kann man an der Polytechnischen Uni Hongkong lernen. Hier gibt es den ersten und bislang einzigen Studiengang in BH-Wissenschaften. Dort vermessen die Wissenschaftler die weibliche Brust und suchen den perfekten BH dazu. BHs können aber nicht nur sexy sein, sondern auch zum Kunstwerk werden. So wie bei der Künstlerin Emily Duffy. Sie knüpfte 2001 einen riesigen Ball aus 14.000 BHs. In der Unterwäscheproduktion treten die Unterhosen ihren letzten Weg an. Eine Mitarbeiterin hängt die Ware auf den sogenannten schwäbischen Bumerang. Der Bügel heißt so, weil er hierher immer zurückkommt und wiederverwendet wird. Damit spart man jährlich 80 Tonnen Abfall. Am Schluss gibt es für die Wäsche noch eine Schutzfolie für den sicheren Transport. Und so verlassen täglich 30.000 Wäscheteile die Firma, um Nachschub für unseren täglichen Bedarf zu liefern. Und der ist hoch. Denn besonders Frauen legen Wert auf frisch gewaschene Höschen. Sie wechseln täglich ihre Slips. Während 30% der Männer ihre Unterhose länger als einen Tag tragen. Und das, obwohl frische, schöne Wäsche die Chancen auf Sex beim ersten Date deutlich erhöht. Auch wenn man sie dann gleich wieder auszieht.